Ja, hallo Freunde, willkommen zum 14. Adventskalendertürchen. Ihr könnt es an meinem Gesichtsausdruck sehen, ich habe einen kleinen Hals, denn das ist mir auch noch nie passiert. Ich habe gerade mit meiner Kamera, mit meiner neuen Kamera, das Video aufgenommen. Ich war schon komplett fertig und habe auch gesehen, dass die Aufnahme läuft. 10 Minuten, knapp 11 Minuten habe ich aufgenommen. Und jetzt wollte ich das Video gerade rendern und Datei ist 3 Sekunden lang und dann ist tot. Und also das ist mir in meinen ganzen 5 Jahren noch nie passiert. Was das jetzt soll, weiß ich nicht. Es tut mir leid, ich kann euch leider jetzt nicht die Schokolade zeigen, aber ich kann euch den Rest zeigen. Ja, und das Rätsel ist jetzt auch kein wirkliches Rätsel mehr, für mich jedenfalls, weil ich hab's schon gemacht vor ungefähr einer Viertelstunde. Ja, also, willkommen am 14. Dezember, so sieht das Rätsel aus. Wir haben jede Menge Masken. Die könnt ihr euch jetzt mal auf Pause, stellen und dann könnt ihr euch die hier ein bisschen angucken. Ah, das spiegelt jetzt hier so ekelhaft. Ah, ich mach's mal so. So, jetzt kann man es schön sehen. So, wir haben ja unterschiedliche Fratzen und wir hatten ja, gestern hatten wir auch eine Fratze an der Höhlenwand. Die sah nämlich so aus von gestern, vom 13. Tada! So sieht sie aus und die müssen wir jetzt im Prinzip wiederfinden. Denn es hat sich Folgendes ereignet. Vorsichtig bewegten sich die drei Fragezeichen durch das Labyrinth. Ja, er nimmt noch auf. Immer wieder blieben sie stehen und lauschten ihrem Echo. Allmählich verschwand der Nebel und sie fanden sich in einem großen Felsraum wieder. Peter musste husten. Endlich ist der Qualm weg. Mich erinnert das an künstlichen Effektnebel, der beim Film eingesetzt wird. Würde mich nicht wundern, wenn dahinter auch Mr. X steckt. Peter kannte sich mit solchen Dingen gut aus, denn sein Vater arbeitete beim Film in Hollywood. Langsam gewöhnten sie ihre Augen an die Dunkelheit. Dann machte Bob eine gruselige Entdeckung. Schaut euch einmal diese hässlichen Fratzen an der Wand an. Das sieht hier alles aus wie auf einer Geisterbahn. Justus ging näher drauf zu. Als hätten es vor vielen Jahren die Indianer in den Felsen geschlagen. So sehen sie aus, wie die, sie sehen aus wie die Fratzen vor dem Höhleneingang. Es muss etwas zu bedeuten haben. Los, versucht euch zu erinnern. Ja, und dann die Aufgabe. Erinnert ihr euch an die Fratze am Höhleneingang? Welche war es? Ja, und hier unten als Tipp, das ist geil, schau dir das Rätselbild vom vorigen Tag an. Haben wir gemacht. Und da kommt man dann zu diesem Vergleich. Tada! Und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass die E... Das ist nämlich hier unterschiedlich immer von der Nase her. Also die haben immer unterschiedliche Nasen. Und die, die wir suchen, die Nase hat nur die A und die E. Die A, die ist aber ein bisschen gestaucht und die E ist ein bisschen länger. Und deswegen kann es halt nur die E sein. Deswegen habe ich die E genommen. Das war dann hier unten das Schild mit der Kreuzung. Adventskalendertürchen mit dem Aufdruck Schild. Hier haben wir's. Da habe ich, wie gesagt, dann mal das Kalendertürchen geöffnet und heraus kam dieses lustige Zettelchen hier. Und das ist richtig geil, das ist eine Geheimschrift. Das ist nämlich diese Höhlenmalereien oder diese Höhlenmalerei. Ich spiele jetzt nicht mit dem Fokus rum, vielleicht war das eben auch der Grund, warum das Video dann auf einmal fehlerhaft war. Derjenige, der es gewinnt und das Gewinnspiel läuft, die Anmeldung, kann sich das hier dann genauer anschauen, aber es ist auf jeden Fall richtig cool und das, was es sein soll, hier sieht man es übrigens auch nochmal. Ja. Das ist nämlich Folgendes. Eine ziemlich knifflige Angelegenheit. Da müssen sich die drei Detektive ganz schön anstrengen. Aus verschiedenen Felszeichnungen kannst du auch eine geheime Schrift entwickeln. Als Beispiel findest du hier unten eine Geheimschrift. Findest du hier Geheimkarten, das hier. Wenn du deine Freundin dann eine Nachricht zukommen lassen möchtest, nutze einfach diese Geheimschrift oder erfinde eine eigene. Ja, erstens trenne die beiden Karten, also das sind, wie gesagt, beide, die kann man in der Mitte trennen. Trenne die beiden Karten an der gestanzten Linie. Eines davon gibst du einem Detektivkollegen. Zweitens schreibe deine Nachricht auf einen Zettel. Ersetze die Buchstaben mit denen der zugeordneten Zeichen auf einem zweiten Zettel. Es entsteht ein Zeichenrätsel. Entsorge das Original. Das fand ich auch sehr lustig. Mit dem Code kann jetzt ein Detektivkollege die Botschaft wieder entschlüsseln. Ja. Und hier als A, Ü und Ö machst du einfach AE, UE oder OE. Das ist klar. Ja,
Und wichtige Infos müssen uns treffen. Ja. Also wie gesagt, es ist eine richtig geile Sache hier, diese Geheimschrift. Und man braucht halt nur ein bisschen, um sie zu zeichnen und zu malen. Aber wenn man es dann einmal drauf hat, dann kann man sich echt dran gewöhnen. Wie gesagt, war eine geile Sache. Es tut mir leid, dass ich euch das jetzt nicht live präsentieren kann, weil, ne, naja. Ihr wisst es ja. So, hier, der Adventskalender, mit dem habe ich dann weitergemacht, die 14. Ich habe sie eben gehabt. Die war hier oben. Zack, und da war drin ein Stern. Da war ein Stern drin. Ich kann es jetzt hier leider nicht zeigen. Bei Modelleisenbahn Kramm haben wir die 14 hier im Schaufenster. Da haben wir die 14. Da war heute wieder Zartbitter drin. Also nicht mein Fall. Zartbitter hier in der 14. Ich freue mich auf Schokolade, auf Vollmilchschokolade. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ja, und hier beim Schmartis Kalender, da war hier auf der 14, den haben wir hier oben, war ein Kalender drin. Den kann ich euch aber zeigen. Ein kleiner, was habe ich gesagt? Ein Kalender war da drin. Ein Schlitten. Ein Schlitten mit einem Geschenk drauf. Der Tag ist zu lang. Der Tag ist echt zu lang. Ich bin froh, dass ich Feierabend habe. Ich bin froh, dass ich jetzt gleich im Bett bin. Und ich bin froh, dass das Video jetzt endlich hoffentlich im Kasten ist. Und dass wir uns morgen wieder planmäßig alle zum 15. Adventskalender-Türchen treffen können. Wo dann auch normal planmäßig das 15. Adventskalender-Türchen geöffnet wird. Live und in Farbe. Also, bleibt tapfer. Bis morgen. Schönen Abend noch. NRW bei 18. Adieu.